Feridun Saimoglu, Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, Liebesbrand. Ist es ein Liebesroman? Mein Lektor und ich haben wirklich über die Gattungsbezeichnung nachgedacht. Und ich kann mich erinnern, wie ich ihm sagte, Liebesroman, das hört sich, wenn man das auch hinten, hinschreiben würde, das hört sich ein bisschen prosaisch an. Ich würde sagen, es ist, wenn ich mich auf die Leserinnen und Leser beziehe, zunächst einmal darauf, man holt sich ja Bestätigung bei den Lesungen, dann habe ich gehört, es ist eine Liebesgeschichte. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Mal vernommen, es ist ein Liebesroman. Reden wir kurz mal über die Geschichte selbst. Das ist ja wichtig, denn schon der Anfang ist besonders. Also ein Erzähler verunglückt in der Türkei mit dem Bus und es kommt eine deutsche Frau, die ihm Wasser gibt. Sie verliert eine Brosche. Er kann sich gerade noch merken, die Anfangsbuchstaben der Autonummer, deiner deutschen Autonummer, und sie verschwindet wieder. Yeah. Was treibt ihn dazu, diese Frau zu suchen, wenn ich davon ausgehe, sein Leben ist eigentlich ein ziemlich einsames Leben. Also die letzte Beziehung ist zerbrochen, er ist einsam und beschließt nun, diese Frau zu suchen. Sucht er sie aus Liebe oder weil er einsam ist und nur eine Person in seine Einsamkeit hineinkommen lassen möchte, nämlich besagte Tira. Ich habe natürlich die Skepsis geschürt. Das ist ein ehemaliger Börsenhändler. Und ich habe sehr viel recherchiert, um ein bisschen mit Spezialwissen angeben zu können. Doch dann habe ich gesagt, das ist Blödsinn. Nein, was will man die Geschichte in die Länge ziehen? Gleich zur Sache. Zur Sache bedeutet, dass dieser ehemalige Börsenhändler, der eigentlich in der Heimat seiner Verwandten ist, um dann nicht etwa in irgendeiner Weise da nostalgische Gefühle zu bekommen, sondern um Familienstreitigkeiten zu schlichten. Dieser Börsenhändler, der also eigentlich es sehr eilig hat, da wieder wegzukommen, wird... Weil er reich ist. Er braucht sich für sein Auskommen nicht mehr zu sorgen. Und an einer Stelle heißt es, naja, die nächsten 14 Jahre... Oder muss ich mich nicht sorgen, danach erst muss ich mich vielleicht nach einer Arbeit umschauen. Er ist wohlhabend, er ist in der Türkei und ausgerechnet dort wird er aus seinen alten Lebensverhältnissen herauskatapultiert. Ich habe... Durch den Unfall. Durch den Busunfall, er überlebt ihn und diese Frau kommt und macht die Erstversorgung und ist dann wieder weg. Es ist also nicht die Liebe auf den ersten Blick, selbstverständlich nicht. Er kehrt zurück in seine alten Verhältnisse und doch ist es so, als würde er durch die Ruinen seines Lebens streifen und doch ist es so, dass er eigentlich in seiner Wohnung steht und im Grunde genommen sich nicht mehr zurechtfindet. Natürlich sind wir sofort skeptisch. Natürlich, wir mit Verstand begabt sind, sagen uns, klar, dieser Mann hat viel Zeit. Natürlich, er ist ein moderner Abenteurer und es ist vielleicht so eine Art Ritterroman. Und eigentlich ist er ja, wieso braucht es diese Inkubationszeit, wenn es denn die Liebe sei? Wieso all diese ganzen Wochen in Kiel? Doch wir sehen ja alles mit seinen Augen und stellen fest, ja, gut, was jetzt? Was jetzt? Und was kommt jetzt? Dann plötzlich fängt die Liebe wann an? Ausgerechnet in dieser von mir so geliebten Stadt, in meiner Heimatstadt Kiel, fängt er an, sich zu sehnen. N-I, die Anfangsbuchstaben des Autokennzeichens, hat er sich gemerkt. N-I stellt sich heraus, er stellt heraus, Nienburg an der Weser. Und es geht natürlich für ihn sofort in diese Kleinstadt. Und tatsächlich wollte ich schon romantisch werden. Und tatsächlich habe ich dann über diesen einen Zufall, über die Fügung des Schicksals, sie ausgerechnet in einem Café Nienburg an der Weser, eingerichtet im Stil der 80er Jahre, wieder treffen lassen. Und da fängt im Grunde genommen die Liebe an für
David, den ehemaligen Börsenhändler, der, so scheint es, viel Zeit hat und der vielleicht deswegen entfesselt wird. Und Tyra, auch da ist Skepsis geboten, ist das die typische Kleinstädterin, die es in der Enge ihrer Verhältnisse nicht mehr aushält. Und sie haben, wer sind Sie? Sind Sie David? Sie haben mir das Stichwort, sehr, sehr wichtig, ein sehr wichtiges Stichwort gegeben. Bin ich David? Um ein Beispiel zu geben. Als ich in Prag und in Wien, in diesen beiden Städten, durch die Straßen ging, kilometerlange Strecken bin ich abgegangen. Ich habe mir Schauplätze zurechtgelegt, dann habe ich mir angeguckt, ob das also wirklich im wirklichen Leben dann aufgeht, oder ich habe neue Schauplätze entdeckt. Und da war die Frage, bin ich jetzt ein Handlanger? Bin ich der Handlanger meiner Romanfigur? Bin ich derjenige, der für ihn, für seine Geschichte Material sammelt? Oder bin ich es, der jetzt mal in einer fremden Stadt in Prag herumgeht und auch mal wirklich große Augen bekommt, wenn er über die Karlsbrücke geht? Das war manchmal etwas schwierig. Aber ich weiß genau, wie Sie das meinen. Ich glaube, dies ist mein Buch, in dem ich sehr authentisch bin. Ich glaube schon, dass man mich mit David gleichsetzen kann, nicht was die Geschichte anbetrifft. Die Geschichte an sich ist im dichterischen Sinne erlogen und erstunken. Aber was sein Furor anbetrifft, was die Verzweiflung anbetrifft, was vor allem die melancholische Angewehtheit anbetrifft, denn ich glaube an die Farbe der schönen, leichten Melancholie, manchmal wird sie auch etwas mehr, was das anbetrifft, oder was den Liebes, Flut anbetrifft, oder ich möchte fast schon, das wird aber etwas kitschig, von Liebesbrandung sprechen. Man muss in der Liebe, verdammt nochmal, auch als Mann, eine lächerliche Position einnehmen. Und diese schöne Lächerlichkeit, die ist, glaube ich, auch, die habe ich in ihn hineingeschrieben. Ich bin David, wenn es darum geht, dass er nachts durch die Straßen geht und hochverliebt, aber nicht vergnügt ist. Das ist authentisch.